Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva gegen Hund Snow dabei. Hallo! Willst du sagen, was wir heute in Brookhaven machen? Wir zeigen euch Evas realistische Ferienroutine. Eva hat nämlich noch Osterferien. Ja, wir dachten, wir zeigen euch das einfach mal. Euch hat nämlich die Morgenroutine in Brookhaven so gut gefallen. Und es geht auch schon los. Okay, und ich bin noch in meinem Schlafanzug. Also. Wir dachten, wir machen das realistisch. Ava zieht sich nämlich oft in den Ferien nicht an, wie heute früh. Es ist jetzt wie gestern. Heute früh, es ist 2 Uhr mittags, wenn wir das jetzt filmen. Okay. Da liegst du im Bett. Oh mein Gott, es ist 11. Ja, das ist schon sehr realistisch. Okay. Avi! Normal laufe ich nicht über Avas Bett. Avi, aufstehen! Ja. Es ist 11:30, mein Kind. Komm auf, zieh dich an. Fliegt. Okay, aber du gehst doch nicht ins Bad. Ich muss doch gucken, dass du alles machst. Okay, in echt gehe ich ja auch nicht mit ins Bad. Also. So, hier. So, ich zieh mich jetzt heute einfach ganz kalt. Ich vergesse immer, wenn ich mit der Kamera rede, dass du mich auch hörst. Gibt es eine Möglichkeit, mit euch zu reden, ohne dass... mich hört? So, ich bin jetzt in meinem Cash-Outfit. Coole Schuhe. Es sind waschen! Warte, jetzt hier Zähne putzen und Pä! Ich war nicht auf Toilette. Ach, du warst nicht wirklich auf Toilette, okay. Ich bin nur so, kennt ihr das wohl? Nee, ich kenn das nicht, ich geh nicht ups auf Toilette. Ich gehe eigentlich immer mit Absicht, wenn ich schon mal gehe. Good. So. Ja, so passt's. Hi Mama, ich bin voll klein. Okay. So. Dafür habe ich ein Riesenbett. Aber wie kriege ich denn diese Maske wieder aus? Du musst sie aus. Oh nein, du hast immer noch nicht. Ich werde dich nicht. Warum haben wir das gleich Gesicht an? Ich werde dich nicht anstecken. Also, ich war noch schnell beim Friseur, während du im Bad warst. Magst du mir was zum Frühstück machen? Nee, ist Ach, das ist ja eine realistische Morgenroutine. Da mache ich das. Wo bin ich hingelaufen? Entschuldigung. Ich bin ins Eck gelatscht. Hier. Also, dann laufe ich mal wie immer über die Küchenarbeitsplatte. Okay, ich was mache das wie festlich, machen wir doch selber. Nein, das ist aber unrealistisch. Ich denke, es wäre gesünder. Du meinst, so ein bisschen Schuhdreck im Essen sei nicht gut oder was? Du bist selber drauf gelaufen. So, was hast du dir genommen, Kind? Waffeln. Ich stehe oben auf der Dunstabzugshaube. Die musste mal abgestaubt werden. Alles gut. Okay, geht nochmal um. Ich werde jetzt erstmal irgendwie. Eigentlich bräuchte ich jetzt einen Kaffee. Alleine, weil ich eigentlich immer morgens. Ich saug mal. Ey, war realistische Morgenroutine. Saug mal. Wenn ich dich aufsaugen käme. Ich müsste eigentlich bei mir aufsaugen. Oh ja. Ey, wir gehen mal in die Küche. Zeig mal, wie ich versuche zu saugen. Ich stehe hinter der Pflanze und irgendwie schaffe ich das nicht, den. Du musst den Staubsauger anfassen mit deinem Daumen. Nicht. Und jetzt geht's los. Zack, zack. Avi, renn mir nicht im Weg rum, während ich... Oh, jetzt habe ich mich versehentlich hingesetzt. Die Ava setzt sich vor den Fernseher und ich gehe... Guckt mal, während die Ava dann da sitzt und guckt ein bisschen fern morgens, arbeite ich am Computer. Das ist auch sehr An einem Hundebild. Normalerweise arbeite ich in unseren Videos, aber halt heute am Hundebild. Okay. Und dann sagen wir in aller Regel immer so, jetzt müssen wir auch mal raus. Haben wir hier einen Hund, den wir nehmen können? Nee, außer das Bild da. Okay, also ihr müsst euch jetzt einen Hund vorstellen und wir gehen jetzt erstmal eine Runde Gassi. So, Mama, sorry, ich muss mir noch die Haare machen. Das ist unsere Routine in den Ferien. So, ich nehme noch einen Rucksack für meinen Fidget mit. So, und fertig. Ja, ich wollte nämlich gerade rufen. Ava, bist du endlich fertig? Also, komm. Okay. Wie findest du mein Outfit? Sehr schick. Gell. Gut schaust du aus. Du hast so eine Gangstermaske. Ach, das ist eine Gangstermaske. Ich dachte, die sieht sehr cool aus. Du siehst aus wie ein Hacker. Ich bin eine Mama, ich weiß nicht, was cool ist. Kannst du mich tragen, bitte? Oh, danke. Okay, sonst kommen wir nie zum Auto. So, musst du nicht fahren? Ja. Oh ja, die Erbante hat uns hier. Erbante. Jetzt, ich muss dich jetzt mal droppen. Yeah. Danke. Okay. Komm rein. Achso, ich muss das ja machen, das kannst du dann nicht machen. In Brookhaven darfst du schon fahren, da bist du schon 17. Und ich sitze ja daneben mit Führerschein. So, normalerweise gehen wir spazieren, aber das ist in Brookhaven natürlich langweilig. Ja. Deswegen spazieren wir jetzt im Auto zum Supermarkt. Hair for Nails! Du wolltest doch unbedingt mal deine Nägel gemacht bekommen. Nee, da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr? Nee. Wie, da ist keiner mehr? Da arbeitet keiner mehr. Kann ich da YouTuber eingeben? Boah, Leute, ich bin YouTuber. Na, dann setz dich mal hin, ich mach dir deine
was wird da gemacht? Die Haare, ne? Okay, sie ist wieder aufgestanden. Okay, so hier. Ach, jetzt muss ich mich da hin. Ich bin zu klein. Warte. Ich kann nur die Hände unter den Tisch machen. Wo bist du? Ich bin zu klein, da. Ah, okay. Um die Hände auf den Tisch zu machen. So, also ich mache dir jetzt die Nägel. Du musst auf, jetzt machst du einfach nur den Tisch, weil meine Hände auf dem Boden sind. Alles gut. Das ist aber auch sehr realistisch, weil wir gehen nämlich normalerweise nie zu Nagelstudios. Du machst so meine Nägel unter den Tisch. Wenn die Ava mal die Nägelchen gemacht bekommt, dann eh von mir. Ja. Okay, fertig. Ab, fällt ab, Leute. So, los, weiter. Hallo! Wir gehen jetzt zum Diner. Ja. Das machen wir zu normalen Zeiten, würden wir in den Ferien auch hin und wieder mal zum Mittag essen. Oder wir gehen Clothes Shopping. Wird langsam ein Teenie-Mädchen. Klar gehen wir Clothes Shopping. Geht so hier. In Brookhaven kostet das wenigstens nichts. Kannst dir so viel aussuchen, wie du willst. Rockstar. Gibt kein Limit, mein Schatz. Ja, wir haben es reingeschaut. Also man muss jetzt hier einfach Sachen drücken. Oh, guck mal, das kann man sich gleich anziehen. Wie cool. Oh mein Gott, das ist ein voll süßes Outfit. Du. Was soll das denn heißen? Meinst du, ich habe keinen Geschmack oder was? Mein Outfit? Mamas. Du bist Instagram, ich bin Snapchat, lol. Okay, los geht's. Okay, let's go. Okay, was machen wir jetzt? Lass uns was essen gehen. Wir haben nach dem ganzen Shoppen jetzt Hunger. Also gibt's da irgendwo noch, wo man einen Covid-Schnelltest machen könnte? Wir können hier vielleicht einen kaufen. Vielleicht im Krankenhaus, hä? Nee, wir können hier einen kaufen. Geht das Büro? Ach, willst du mich veräppeln? Ah, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ist das im Spiel ein Covid-Test, ja? Ja, warte, nein, das ist ja falsch. So, hier ist okay. Beim Babyshop. So. Okay. Okay. Sag mir, ob ich negativ oder positiv. Okay, negativ. Mama, du musst hier reinspucken. Ich bin runtergefallen, Ava. Ich bin aus Versehen über die Absperrung und bin runtergefallen. Ich stehe jetzt irgendwo. Keine Ahnung. Ach hier, hi. Du bist runtergefallen. Du bist echt auf. Kennst du, komm. Ja, yay. Komm mit mir hier auf das Nachtdach. Komm. Guck. Ja, komm. Ich muss so halten sonst. Nein. Hier. Ach, da, okay. Gut. Und jetzt musst du dir dieses, neben dem Hippopotamus, musst du da nehmen. Ja, du stehst davor. Jetzt, Geld reingespuckt und jetzt, okay, du bist negativ, mach weiter. Sehr gut, dann kannst du heute Mittag, nämlich heute Nachmittag, auch deine Freundin treffen. Aber erst gehen wir jetzt auch was essen im Diner. Hier können wir auch was essen, da ist Moos Pizza. Ah, okay, holst du? Ich will halt gerne Hamburger, aber ich will lieber zum Diner. Okay, dann gehen wir halt zum Diner. Kommst du? Ja. Warum sind wir um 3 Uhr nachts unterwegs, Mama? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt. Spiele niemals 3 Uhr nachts, Bro. Mama, ich bin ein bisschen müde. Kannst du bitte fahren? Ich kann nicht mehr fahren, ich bin ein bisschen müde. Wie geht das? Kann ich jetzt fahren? Ich fahre das Auto. Ich bin auch so ausgesprungen. Ja, nee, das ist hier so aussehen aus dem Auto. Warum ist das so langsam? Habe ich keinen schnelleren Gang. Normal fahre ich lieber immer schneller. Okay. Jetzt, wo ist das Diner da? Ich war so schlecht. Oh, und bis zu den Tischen. Steig aus. Aha. Okay, wir haben geparkt. Komm rein. Warte, ich werde dich jetzt ganz verzweifelt. Oh. Ich will hier was nicht. Was hat meine Mama gemacht? Ich sitze ganz cool auf dem Diner, guck mal. Und ich so, meine Mama, Da ist noch nicht mal jemand drin, der uns bedienen kann. Ach Mann. Deswegen wollte ich. Ja, geh du mal, hol uns mal, mein Schatz. Okay. So, erstmal hier, wir werden was kochen. Okay. Ich sag, ich hätte gerne Cola und sie gluck, gluck. Verbrennen wir jetzt. Schnell raus! Wirklich? Oh, wirklich? Und jetzt? Warte, ich kann dein Essen jetzt. Nein, ey, wie können wir dich denn löschen? Warte, ich weiß es. Du hast das gehört zum Wasser. Oh, du hast schon aufgehört. Du scheinst es gut überlebt zu haben. Hier ist dein Essen übrigens. Was eine Aufregung in den Ferien. Okay, wir fahren heim, dann kann dich deine Freundin besuchen kannst kommen. Kannst du wieder fahren? Ja, ich habe keine Ahnung, wie man heimkommt. Nein, du musst fahren. Das wird sehr interessant. Also ja, richtig rum, gut. Und jetzt links, nein, links. Ja, links. Ich versuche links, es. Links. Das mit dem links ist nicht so einfach. Da will ich hin. So links. Ja, links. Okay, nein, stopp. Gerade. rechts. So, gut. Gerade. Weiter hoch.
gerade. Ich muss noch gucken, dass da keiner kommt. Crown Point Community. Ist das unser Haus? Ja. Ich will in die Garage, warte. Du musst dann auch auf den Garagen-Button drücken. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Warte, ich kann den machen. Nein, wir haben geparkt. Einmal rein. Okay. 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 Du kannst jetzt deine Freundin anrufen, ob die dich heute besuchen kommen will. So, ich lese jetzt mal hier so ein Buch, ja. Okay. Ist hier keine Bücher. Nein. Also ich sitze hier einfach. In deinem Zimmer, aber gibt's ein einziges rotes Buch. Du verkleidest dich wie die Freundin. Oder du kannst einfach ein Child haben. Okay, Leona ist da. Und wir im echten Leben sind kleiner als ich. Naja, aber sie ist nicht viel kleiner als du. Ja. Sorry, Leona. Das Kind geht nicht größer. Okay, während ihr da steht, mache ich mal Abendessen. Okay. Du kannst mir gleich helfen, die Wäsche zusammenzulegen, okay? Okay, wir haben hier keine Wäsche. Ja, sei froh. Warte. Hier steht Teller, aber hier ist die Wäsche. Mama, ich bin jetzt müde, ich gehe ins Bett. Okay, Schatz, ich komme mit hoch und sag dir gute Nacht. Okay. Diesmal ist uns aber wenigstens das Haus nicht aufgefallen. Bitte nicht reingehen, während ich mich umziehe. Okay, ich gehe nur hoch in dein Zimmer, aber nicht in dein Umkleidezimmer. Gut, danke schön. Okay, dann würde ich sagen, hiermit ist jetzt Nacht. Ava geht ins Bett. Ja. Komm, wir gucken nochmal in unsere Roblox-Gruppe rein. Okay, wir haben jetzt 47.000 Euro. Wahnsinn, vielen, vielen lieben Dank. Und schaut mal, es gibt nämlich auch Ava-T-Shirt. Yay. Yay! Also, wenn ihr im Club Ava sein wollt, dann könnt ihr euch da gerne eins holen. Dann wissen wir nämlich, ihr seid Club Ava. Erste Stelle geht an Queen_Heber1234. Hallihallo. Und das letzte Shirt geht an, den gehen wir ein bisschen weiter runter. Leopard_Hi. Hallihallo. Dann hoffen wir, euch hat Avas Ferienroutine in Brookhaven gefallen. Lasst uns einen dicken Daumen nach oben dann. Wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.